Muss ja auch sein, ne? Und den würde ich sorgen, füllen wir jetzt mal die Waffen an der Hodenbase auf. Dann vergessen wir das auf jeden Fall nicht. Dann kann ich hier auch mal gleich kurz gucken. Der hat noch Kohle drin, der braucht auch noch. Kann aber allerdings das schon mal rausnehmen. Und nach den Süßigkeiten wollte ich ja gleich auch noch gucken. Die sollen ja auch eine extra Kiste. So. Die hat nichts. Die hatten, glaube ich, alle nichts hier, ne? Ne. Gut, aber hier hat den weder noch irgendwo was angesetzt, oder nicht? Ja, oh gut, der braucht auch noch 12 Minuten. Dort nehme ich dann raus, wenn es fertig ist, genau wie das andere. Ja, ich glaube, ich habe genug in der Hordenbase. Nimm sie trotzdem mit. Jo. Jo. Sehr schön, sehr schön. Dort kriegen wir alles hin. Mensch, da haben wir es jetzt mal gut geschafft. Den ist hordenmäßig. Mensch, kletter doch hoch. Alles fertig. Meine Nase, das ist ja furchtbar. Du. Immer dieses Nase-Gejuggi. So, das Schwarzpulver kommt erstmal hier mit drin. Wo es drin gehört. Zock, 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 zock. Der Rest ist ja wieder in Produktion. Also Schießpulver dürfte uns so schnell erstmal nicht ausgehen, denke ich. Gut, jetzt gucke ich aber trotzdem erstmal, bevor es zu Hordenbase geht. Rübe. Wo die Süßigkeiten alle sind. Hier auf jeden Fall nicht. Die ist leer. Hier, ne? So, warte mal. Dors ist die Süßigkeit. Hier hatte ich noch was drin. Ich weiß nicht, ob ich noch woanders Süßigkeiten habe. Aber die kommen erstmal alle hier rein. Hier kommt nichts anderes mehr rein. Hier kommen nur noch Süßigkeiten rein. Erhöht die Beutequalität. Hatte ich nicht letztens auch oder hatte ich die benutzt? Ich weiß es gar nicht. Ich hatte doch letztens moinig Zucker hintergekauft oder nicht? Ich weiß gar nicht, wo ich die gelassen habe. Oder habe ich die echt schon verbraucht? Ich weiß es nicht. Hier sind sie jedenfalls nicht drin. Da sind sie drin. Die gehen auch da hinten rein. So. Und bevor wir zur Hodenbase rübergehen, muss natürlich auch, ich nehme die Glasscheibe mit. Die muss ich ja auch reparieren. Weil sonst kommen sie da wirklich irgendwann durch. So, yo, das ist vorne, Mensch. Ja, Uji, ich komme ja schon zu dir, Ey, Fleisch! Jo, das muss mit, Jo, kommt in der Torte mehr raus. Mensch. Ey, Torge. Das Motorrad liegt hier so dämlich, du. Da steht noch mehr Fleisch. Warte mal. Komm her. Okay. Immerhin 92 Fleisch, ne? Wenn das schon frei Haus geliefert wird von Lieferando, dann sollte man sich das auch holen. Fleisch ist immer gut. Sehr schön. Komm auch gleich da mit drin. Wunderbar. Tierfett, das kommt hier natürlich mit drin. Die 8 Stück. Und der Rest kommt da vorne hin. So. Ja, Leder kommt hier mit drin. Und die Knochen waren nebenan, ne? Ja. Oh, Knochen haben wir jetzt mittlerweile ja mal fast voll gekriegt. Gut, ich habe das, Ich sollte natürlich auch, wenn ich die Waffen auffüllen, die Muni mitnehmen. Nee, sonst wird das ein bisschen schlecht. So, ich nehme erstmal hier alle vollen Sticks mit. Wenn dann räuchen sollte, es kommt ja noch jede Menge Nachschub. Aber ich denke mal, da bleibt noch jede Menge über. Sollte also eigentlich ohne Probleme räuchen. So. So, da kommt noch eine ganze Ecke zu, aber ich glaube, das reicht auch schon. Du, den einmal rüber zu Hordenbase. Mich ärgert es, dass ich die ganze Nacht hier rumstand und vergessen hatte, Pause zu drücken. Zum Glück kam hier nichts angerannt. Und immer noch die Bäume. Fällt mir gerade mal so auf. Mensch, die vergesse ich auch jedes Mal.
Nicht hier reinfallen. Nicht hier reinfallen. Das ist nicht gut. So, warte mal. Erstmal. Da oben hin. So viel Zeug muss sein. Zock. Dieb, 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 dieb. Scheint ja schon gut getrocknet zu sein, wenn ich das mal so sorgen darf. Eimer. Genau. Müssen wir alle voll. Zock. Den. Da. Hatte ich den auch gesperrt? Ja. Sehr schön, sehr schön. Ein runter. Ein runter, bitte. Danke. So, die müssen selbstverständlich auch wieder. Hatte ich schon? Echt? Wann habe ich denn die Monet aufgefüllt? Okay. Sind die anderen auch aufgefüllt? Ich dachte, ich hätte die noch nicht aufgefüllt, du. Ja, lugi-lugi machen. Mensch, dann habe ich ja mehr Muni, als ich dachte. Die, das sind noch nicht aufgefüllt, aber die habe ich jetzt vergessen mitzunehmen. Dort kann man auch kurz wieder Rudi machen. Dort dauert ja auch noch ein bisschen. So. Wollte, lasse ich die aber nicht alle hier liegen wollen. Ich habe hier, glaube ich, noch jede Menge, ne? Oh gut, das sind 27. Oh, jede Menge ist was anderes, aber ein paar Dinge noch. Aber hier ist erstmal gucken. Jetzt erstmal Lugi-Lugi machen. Nee. Anscheinend nur die da draußen. Die ist auf jeden Fall leer. Die nicht. Die schon. Hä? Wieso habe ich denn nur einzelne aufgefüllt? Und außerdem, Fremde machen wir mal aus. Genau wie da. Muss ich hier echt alle durchgucken? Da fehlen zwei. Gut. Sperren. Denn die hier, die ist noch leer. Zock, zock, zock. Die ebenfalls. Gut, was mit der? Die ist auch leer. Keine Ahnung, warum ich manche aufgefüllt habe und manche nicht. Aber folgt ist, das muss da überall rollen. So, die muss auf jeden Fall reifen. Doch nicht, wa? Gut. Zock, zock, zock. Nö, reicht nicht ganz. Aber gut, die ist nicht ganz leer. Denn die nochmal, die ist komplett leer, aber. Ja. Hat du nicht so ganz geräucht. Da fehlt noch was. Da fehlt. Ne, die ist voll. Verstehen muss ich dann nicht, ne? Oder? Weil, was habe ich hier angeknipst? Das ist auch eine neue, ne? Das Korbel müsste doch eigentlich. Ne. Was ist ohne der alten? Ja, genau wie die da. Da, na da. Von der zu der, das ist richtig. Von der zu der ist auch richtig. Aber wieso geht das denn von der nach da? Das muss ich nicht verstehen, oder? Das ist ohne der alten, oder? Ich meine, ich hatte ja vor drei, das T vorne sind die drei alten. Das an den Seiten sind die neuen, wenn ich mich nicht täusche. Aber wieso geht denn ein Kabel von unten nach? Ich verstehe es selber nicht gerade. Keine Ahnung, was ich da zusammengeklemmt habe, aber ich glaube, das muss ich gleich nochmal überprüfen. Fakt ist, da fehlt noch Muni. Die brauchen noch Muni, die brauchen noch Muni. Gut. Die hat. Die haben auch gut, aber das ist nicht mehr viel Muni, was fehlt. Ich muss einmal kurz was überprüfen. So, ich mach mal kurz Boy die Generatoren an. So, der Schalter. So ist er an. Den mache ich jetzt auch mal aus. Sie dürften eigentlich nur die alten Waffen Strom haben. Warte mal. Ich brauche das Wire-Tool. Keine Ahnung, was ich hier zurechtgefriemelt habe, aber das ist ja für mich jetzt auch schon bestimmt eine Woche her oder so. Ich muss euch mal kurz Lugi-Lugi machen, dort geht's so nicht.
So, die hat Strom, hier ist eine von den Alten, die nicht, die auch nicht, das ist auch richtig. Die hat Strom hier. Und die anderen sollten ja nicht über den Schalter geschaltet sein. Die hat keinen. Die hat auch keinen. Die hat hier. Die hat auch. Die nicht, das ist richtig. Die hat. Die nicht. Das ist eine der Alten. Die hat, alles klar. Die hat auch. Die nicht. Ne, ist alles richtig. Wieso sieht denn das Korbelgewehr hier so komisch aus? Wohl nur, wenn ich den Schalter hier an umlege, soll die anderen Strom haben. Lass mich doch mal. Danke. Es darf bloß kein Zombie kommen. So, jetzt müssen sie nämlich alle Strom haben. Rein theoretisch. Jo. Jo, jo. Die. Und die da oben sind ja zeitgeschaltet. Die aktivieren sich automatisch um 0:30 Uhr. Jo, den passt euch jetzt alles. Den gibt's da auch noch mehr. Und die hier drin, die konnte ich jetzt selber schalten per Schalter. Gut, ausschalten. Da genauso. Wunderbar. So, den frage ich gleich weg, was ich jetzt definitiv noch machen will, die kaputten Scheiben reparieren. Man braucht komischerweise für kaputte Scheiben komplett neue Scheiben. Aber es muss mal sein, es muss mal sein. Weil die haben sie ja so angeditscht hier. Sonst kommen sie hier wirklich irgendwann durch. Das muss ja auch nicht sein. Das sind nur drei hoch, ne, oder? Ich finde, Glasschirme hätten zum Reparieren gereicht. Aber nee, es müssen ganze Scheiben sein. Okay. Donnerm. Ja. Voll mal ins Loch. Donnerma. Ja, hier durchkommen wäre natürlich katastrophal. Und dann würden nicht nur die Geier durchkommen, sondern die würden mir hier drin wahrscheinlich die ganze Elektronik zerkotzen. Deswegen muss ich schon dafür sorgen, dass sie nicht durchkommen. Boah, die Scheiben sind ja schon fast komplett zerstört. Hoffentlich reichen die paar Scheiben, die ich gemacht habe. So. Da nochmal. Oh, es geht ja jedes Mal eine komplette Scheibe drauf. Und hier ist ja alles angeditscht. Oh Mann. Das ist natürlich nicht gut. Genau. Naja, zumindest selbst wenn sie nicht reichen. Der größte Teil ist repariert. Von hier kamen sie auch gar nicht so häufig, ne? Nee, es ist alle okay. Oh, hier unten ist ein bisschen ungeditscht, aber. Es geht noch. Der größte Teil ist repariert. Und das hier oben, ja. Braucht ihr sowieso. So, den müsste ich auch nicht nur die auffüllen. Die Hordenbase ist so gut wie wieder im Schuss. Ah, die kommen hier. Das dürfte locker reichen. Spikes sind auch rundherum. Wir haben Electrical Ports, Mechanical Ports. Benzin ist hier notfalls, um die Generatoren nachzufüllen. Also, das dürfte jetzt nicht so das Problem geben. Und hier unten drunter ist wahrscheinlich, da gebe ich euch recht, so einige Blöcke zerstört. Weil die springen ja auch nach unten. Aber jetzt extra aufreißen will ich heute nicht. Da kriegen sie heute nochmal Feuer. Inzwischen ist hier, glaube ich, auch alles ziemlich gut getrocknet. Bis auf der eine hier. Aber ansonsten, ja. Passt doch. Sieh schon. Und sieht auch ein bisschen schicker aus in diesem Weiß, ne? Als wenn er so ein Grauton ist. Gut. Gut. Ordner Hause, jetzt schnapp ich mir aber die Kettensäge, sonst wird das hier nie was mit dem Bäumchen. Vergesse ich auch jedes Mal. Ich jedes Mal. Aber allerdings will ich noch einmal beim Mirsing reingucken. Ah, sagte ich ja, muss ich im Auge behalten. Habe ich natürlich vergessen. Wer hätte es gedacht? So. Essen kochen brauche ich jetzt, glaube ich, im Moment auch erstmal nicht. So, siehst du mo? Siehst du mo? Dort darin? Zock. Zock.
Sehr schön. Den macht er noch ein bisschen. Der ist auch noch voll der Boy. Der macht noch ein paar Patronenhüsen. Der kriegt nachher noch mal Lame. Obwohl, Lame geht auch nicht noch. Der bräuchte noch mal Lame. Die sind hier voll nicht zugange. Ich habe was vergessen. 1, 2, 3, 4. Ich depp nehm's natürlich von vorne anstatt von hinten. Gut, Steine habe ich notfalls noch hinten. Aber ich mag das nicht, dass der Notvorrat hier leer ist. Fühlt sich schon irgendwann wieder auf. So. Du kriegst Stein. Sehr schön. Du ebenfalls. Wunderbar. Der läuft auch noch, ne? Ja. Wunderbar. Denn, wo habe ich die Kettensäge? Die Kettensäge da. Sind sogar Mods drin? Ja. Jetzt nicht die perfektesten Mods, aber ich habe leider nicht großartig was dafür. Benzin ist hier nichts, aber ich habe unten noch was. Sollte aber reichen für die paar Bäumchen. Definitiv. So. Den dürft ihr jetzt dran glauben, Bäumchen. Die sind bestimmt voll ausgewachsen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. So. Die stören hier sowieso. Den haben wir zumindest erstmal wieder genug Holz. Obwohl das schon ein bisschen merkwürdig ist. Ich meine, man steht davor, hält die Kettensäge dagegen und der Baum kippt. Aber gut, man müsste sie ja zumindest quer halten. So, ja. Erschlagen werden kann man hier komischerweise auch nicht von Bremen. So, den da vorne habe ich aber eine gepflanzt, oder? Ich weiß es nicht. Ich nehme ihn trotzdem mal mit. Sehr schön. Die auf jeden Fall nochmal mit, doch. Und dahinter sind auch noch so viele. Oh, die frisst aber ganz schön Benzin, du, sehe ich gerade. Ja, gut, Benzin können wir uns gleich neu holen. Das ist ja nur nicht so das Problem. So. Der Gute ist ja auch schon wieder kurz davor zu schließen. Das ist schlimm. Kein Durchhaltevermögen, der Mann. Absolut nicht. Der Tannenbaum war ich aber nicht. Den lasse ich mal stehen. Aber ich glaube, die Bäume hier, das war ich. So. Aber schön angenehm leise, die Kettensäge. Ne? Wunderbar. So, da nochmal. Dürfen wir Holz auch erstmal wieder eine ganze Ecke auf hoher Kante. Im Moment benutzen wir eh fast nur Kohle zum Verschmelzen. Da dürfte holzmäßig auch erstmal wieder alles okay passen. So. So, die natürlich auch alle. Ich glaube, das war ich sowieso alles hier. So, aber werden wir natürlich alles mitnehmen, ne? Und nicht da so viel zu stehen lassen. Ja, haben wir es aber auch gleich. Sehr schön, sehr schön. Diesen komischen Tannenbaum hier, der glaubt zwar nicht, dass ich den gepflanzt habe, aber der steht hier wie auf dem Präsentierteller. Sehr schön. So, das da war ich, glaube ich. Ich werde jetzt im Moment auch keine neuen anpflanzen. Kam sogar zwei Honig raus, aber die Setzlinge aufheben. Hier, Holz gibt es jede Menge. Ich werde jetzt nicht mit 6000 Holz durch die Gegend laufen. Das werde ich erstmal zu Hause lassen. Aber zumindest 3000 werde ich eingesteckt lassen, ne? Ich glaube, den habe ich nie gelootet. Nämlich gerne mit, ist Fleisch. Besonders gern mit Fleisch. Das muss mit. So, den will ich jetzt gleich mal gucken. Deswegen haben wir überhaupt die ganzen Felder da gemacht, die mittlerweile ja alle fertig sind. Wegen den Smoothies. Habe noch nie Smoothies gemacht.
Dort kommt der Esmarin, dort kommt der Esmarin. Hier sind ja sogar schon jede Menge. Das Holz auch erstmal. Fleisch und Dorst kommt natürlich dahinter noch rein, genau wie Honig, aber die Knochen, die gehören hier hin. Sehr schön, Honig kommt da rein, ne? Ja. Sehr schön, und Fleisch natürlich hier mit zu, auch wenn es nur treu sind. So, den gucke ich mal kurz. Smoothie. Ist das Essen oder Trinken, ne? Das ist, ist der, ne? Juckefrucht, Heutelbeeren, Schneeball, leere Wasserkrug. Leere? Okay. Muss auf jeden Fall im Feuer gemacht werden. Nee, muss nicht im Feuer, ne? Ist das ne? Kann man so machen, wa? Okay. Den muss ich einmal kurz. Du bist durstig. Du kriegst jetzt nichts. Du darfst gleich einen Smoothie. So. Was wollte ich jetzt? Genau, die Kettensäge wegbauen. Ich muss einmal auf die Felder. Da führt Kornweg dran vorbei. Was war das? Yuko, Heidelbeere, noch irgendwas. Das kann ich ja hier gucken, ne? Schneeball. Also Yuko und Heidelbeeren. Die Heidelbeeren sind dort hier. Jupp. Einmal abenden. Samen sind noch drauf. Ne, ja, sehr schön. Habe ich echt noch nie gemacht, die Smoothies. Und die sollen dir Essen und Trinken bringen, ne? Deswegen kriegt er jetzt auch nichts. Mal gucken, wie viel da rauskommen. So. Der Bühnenmog ist wann? Dachte gerade, ich hätte einen Zombie gehört, aber das war, ich glaube, ich selber hier zwischen den Pflanzen. So, und die Yuka brauchen wir ja auch gleich noch. Kommt zumindest jede Menge Heidelbeeren drauf. Das dürfte einige Yuka-Säfte geben. Oder Yuka-Smoothies. Ich habe noch nie in meinem Leben, nicht nur hier im Spiel, auch im wirklichen Leben, einen Smoothie getrunken. Echt noch nie. Ich habe keine Ahnung, wie die Dinger schmecken. Muss ich echt irgendwann mal ausprobieren. Jetzt, wo ich sie immer so im Spiel sehe. Oh, aber alles zu so einer Zeit. Ich weiß gar nicht, wie man die macht. Da müsste ich mich erstmal schlau machen. So. Die Kaffeepflanzen lasse ich jetzt aber stehen. Wie gesagt, es geht jetzt nur um die Smoothies. Die wachsen hier ja alle Nacht. Das ist ja nicht so das Problem. Ich glaube, Yuka habe ich sowieso mehr auf dem Feld als Heidelbeer, oder? So. Irgendwie laufe ich hier gerade im Kreis, aber was soll's. Dadurch wird der Kreis zumindest immer kleiner. Ja, das sind eindeutig mehr. So, den hier nochmal lang. Eindeutig, das ist, glaube ich, größer, der Siegefeld. Aber ich muss gleich mal gucken. Hab da nicht so ganz drauf geachtet bei den Heidelbeeren. So, auf jeden Fall, wenn es über 200 Yuka-Pflanzen. So. Sehr schön. Gut. Ja, sind mehr. Sind eindeutig mehr. Gut, wo die Felder gleich groß sind, ne? Oder? Nee, ist ein bisschen länger hier. Aber das ist nicht schlimm. Die Rest war Schnee. Schnee holen wir auch jede Menge. Können wir uns auch jederzeit wiederholen. Das ist gar nicht so das Problem. Und leere Gläser. Das in der Tat ein Problem ist. Glaube ich nicht. Warte mal. Ja, verdammt. Warte mal, ich hätte nicht alles verkochen sollen. Leere Gläser. Hatten wir irgendwo in irgendeiner Schmiede Sand? In der nicht, ne? Oh, in der mäßigen Schmiede ist auch kein Sand. Welche waren das? Das war doch die, oder? Ja, die ist bloß gerade beschäftigt. Gut, die Smoothies haben sich wohl erstmal erledigt. Aber da muss noch Messing rein. Verdammt, ich habe keine leeren Gläser. Ich muss erstmal welche machen. Hier, Durst und Durst. Damit ich zumindest mal das Messing weggeschmolzen kriege. Sehr schön. Oh, der ist auch fast durch, ne? Jo. Gut, den muss er wohl nochmal hier ein Stückchen trinken. Dann habe ich mit dem zusammen zumindest 4 leere Gläser. Den werde ich zumindest mit dem 4 mal brauchen. So, Smoothies.
Schneeball fehlt. Gut, dann machen wir 4 Schneebälle. Die horte ich. Ja, reicht gerade ebenso. Mit den Schneebällen. Ich will zumindest ausprobieren. Ich mache das mal. So. 4 müssen rauskommen, ne? Okay, die müssen nicht im Feuer gemocht werden. Die kann man auch so machen. Aber dauern halt ewig, ne? So. Dann fülle ich das hier erstmal drin. So, die natürlich auch. Wunderbar. Kann man jetzt wieder noch machen. Dort Essen. Das kommt erstmal hier in den Schrank mit rein. So viel Zeug muss auch sein. Ist zumindest der wieder voll. Und hier ist nichts. Alles klar. Gut, habe ich nicht nur Smoothies? Hier auf jeden Fall nicht. Nö, ich habe nicht mal Smoothies. Gut, die sind hier im Bau. Die will ich, glaube ich, definitiv mal ausprobieren. Und habe ich schon. Hilft dir in extrem kalten Umgebung zu überleben. Das heißt, der wärmt auch noch. Okay. Und der bringt jetzt was? Nahrung 22, Gesundheit 11, Wasser 78. Bringt wirklich beides. Aber allerdings ziemlich wenig Nahrung, muss ich sagen. Kältewiderstand plus 30. Oh, so schlecht sind die Smoothies gar nicht. Für zwischendurch ist das mal ganz gut. Sehr schön, sehr schön. Ich hole mir von unten einmal gutes neues Benzin. Ich fühle mich unwohl, wenn ich mit so wenig Benzin durch die Gegend laufe. Das geht nicht. Dort geht überhaupt nicht. So, das müsste hier liegen. Und zwar bei den Chemietischen. Kann ich hier auch gleich nachgucken? Oh, der braucht noch. Der braucht noch. Ey, Benzin war hier nicht da, ne? Ja. Guck mal, dafür packe ich die 1000 rein. Sehr schön. Den konnte ich aber auch gleich gegenüber mal kurz gucken, wegen der Muni. Siehst du mal, der ist fertig inzwischen. Und oben war auch noch Muni drin. Ich habe so viele Waffen, fehlt nicht mehr. 4 oder 5 Waffen fehlten noch. Und der halbe Tresor ist noch voll. Und ja, die Muni reicht sehr schön. 762er sollte auch reichen. Essen ist noch was in Horde Base und hier ist auch jede Menge. Passt also. Siehst du mal, der ist auch fertig. Gucken wir einmal alles aus. Zock, 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 zock. Die reicht auch. Digge. Packe ich jetzt aber erstmal. Ich glaube, du hast vergessen, die letzten paar Waffen aufzufüllen. Erstmal mit in den Tresor. Sehr schön, ja. Vielleicht noch ein bisschen, aber... Man könnte ja eigentlich auch, ich meine, ein bisschen was noch mit ansetzen, ne? Und den packe ich einmal kurz Lehm mit rein. Braucht der sowieso. So. Smoothie probieren wir sofort. Der ist noch voll beschäftigt, aber hier eben. Da. Den Post hat auch. Da nehme ich mal die Geschossspitzen mit. Die paar. Hat auch schon wieder ein bisschen blaue Drehen. Ehrlich gesagt, kann der noch mal ein paar neue Geschossspitzen machen. Gibt ja auch nochmal 3000. So, der braucht zwar noch ein Wäuchchen, aber das hier kann man schon mal mitnehmen. Sehr schön. Den. Erstmal gucken, wie viel ich insgesamt habe. Und den setze ich nochmal ein bisschen 9 mm um, weil da ist ja auch wieder viel Verbrauch gleich. Ja, ich denke mal, wenn ich 1, 2, 3, 4 nehme. Na, vielleicht auch 6, 5, 6, so. 1. War das gerade noch Ruckler? 2, 3, 4, 5, 6, so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, so. Schwindet so der Vorrat wieder, aber da sollte doch mal eine ganze Ecke rauskommen. Natürlich, 9 mm pro Kette. Sven insgesamt 75 pro Kette, das passt natürlich nicht. Weil der stapelt, glaube ich, immer nur bis 10. Das heißt, der kriegt maximal 60 rein. Ich teile das 2 Werkbänke auf. 30. Genau. Ja, das sind 30 Pakete, ne? Oder? Ja.
Das müsste passen. Er braucht doch nicht ganz so lange. Und D kriegt dann auch nochmal 30 Pakete. Den, das ist ja auch das, was ihr die ganze Zeit immer schreibt, geht es etwas. Na gut, der macht ja erstmal 45 Pakete, so. Kommt da mal noch ein ganzer Batzen Muni mit zu. Sehr schön. Der hat jetzt sein Lame hier. Das bisschen letztmäßig, das kann er einschmelzen. Der ist auch noch fleißig dabei. Wunderbar, den kommt jetzt der Smoothie. Ah, füllt eine Tortennahrung und Wasser auf, aber so pralle finde ich die jetzt nicht. Ich meine, Wasser ist eine Konzerge. Nahrung finde ich ehrlich gesagt ein bisschen wenig. Aber trotzdem, das wollen wir jetzt nicht zum Test. Wenn man die Dinger irgendwo in den Massen hat, den Post hat. Zumindest müsste sich Beutis jetzt mal auffüllen. Wasser sowieso, das ist viel zu viel. Gut, den geht dort hier rein. Und den sind wir jetzt aber auch erstmal am Ende. Ich verabschiede mich. Wir sind bei Tag 135, die Nacht fängt gleich an. Nein, diesmal kann ich auch nicht vergessen, Pause zu drücken, weil ich muss jetzt erstmal, es ist mittlerweile schon spät am Abend, noch einiges fertig machen. Halt die Bilder machen und hochladen und rendern. Und ich, oder besser gesagt, erstmal schneiden, dann rendern, dann hochladen, dann Bilder machen. Und dann kommt schon die Aufnahme fürs nächste Spiel. Also daher, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen.